Weiter geht's hier bei Let's Play Ratchet & Clank auf dem Planeten Vatalia, glaube ich, hieß er. Jupp, vor 5 Sekunden noch gesehen, herrlich. Ja, gut, gut, gut. Wir hatten eine neue Waffe, glaube ich, ne? Hier den Verwüster, okay, genau. Genau. Erstmal will ich mich nochmal um die Heinis hier kümmern. So, den rechten Weg sind wir hier schon gegangen beim letzten Mal. Achso, die kommen direkt auf... Ja gut, dann machen wir so. Das ist nett. Die sind irgendwie merkwürdig, die Dinge. Naja, okay. Ja genau, da sind wir schon lang gegangen. Da haben wir, glaube ich, sogar... Haben wir da nicht einen Infobot bekommen? Genau, hier. Planet Gasper. Da könnten wir da theoretisch hin. Und jetzt geht's noch nach da weiter. Der Hauptweg, sag ich mal. Hat die Plattform hier was zu sagen? Haben die Plattformen was zu sagen? Nö. Okay. Okay, gut. So, ja, oh mein Gott. Wie weit schießt du? Okay. Ziemlich weit, ja. Ist aber nichts, dass man nicht ausweichen, dem man nicht ausweichen könnte und auch nicht direkt so verprügeln könnte. Okay, interessante Typen. An wen erinnert mich dieser Seit. Dieser. So ein bisschen an Link, glaube ich. Oder gibt es generell so einen Gegner? Ich glaube, das erinnert mich an Raven aus Tekken. Der Raven hat auch immer so Saltos gemacht. Also so Seit. Wie nennt man die? Ne? Zur Seite halt. Sideflips, was weiß ich. So, erstmal kurz Karte checken. Kann ich da lang? Moment, das will ich jetzt gerade mal checken. Das sieht aus, als käme ich da noch irgendwo lang. Ach so, da geht's nach oben. Gut, wenn man sich mal wieder nicht ordentlich umschaut. Das ist gut, dass ich mir die Karte mal angeguckt habe. So, da geht, da oben ist... Was ist da oben? Ach, also diese Dinger sind das. Sah nach einem Infobot aus, das hätte ich ein bisschen komisch gefunden. So, wieder Munition. Mal gucken, was jetzt hier... Minenhandschuhe, okay. Auf jeden Fall interessant. Sieht nach irgendeinem Zerstörungsknopf aus. Okay, keine Ahnung, was es jetzt genau war. Das Ding hat mich jetzt leider getroffen. Darfst auch gerne wieder zu mir kommen. So. Keine Ahnung, war das jetzt einfach nur dafür da, dass ich... Oh. Da komme ich aber nicht hin, ne? Dafür brauche ich doch locker irgendwas anderes. Allein das hier sieht schon so aus, als wäre es irgendeine Vorrichtung für irgendwas. Ich glaube zwar nicht, dass es das ist, aber... Also darüber komme ich auf keinen Fall. Hier ist ein Knopf. Ach, das ist ein Dietrich-Dingsbums. Interessante Sache hier. Den habe ich, glaube ich, noch in meinem... Jawohl. Jetzt ist ja lustig. Na, Kreis. Ich depp. So. Okay, wo muss da... Okay, okay. Oh, heilige Kacke, ist das kompliziert. Was zur Hölle? Moment, ich brauche Orientierung. Oder ich mache einfach auf gut Glück, aber das ist bei so vielen Sachen... Also hier außen sind so Blocker. Und da innen ist so ein Blocker. Okay. Hier außen haben wir eine, so eine Strahlenpistole. Dann lassen wir die jetzt einfach mal dahin zielen. So. Nee, nach innen. Ich will nach unten. Okay, gut. So. Heilige Kacke. Oh Gott, das wird dauern. Also ich habe jetzt da und da ein... Dieses rote Ding, muss das aktiv irgendwie noch geblockt werden? Oder ist das halt, so, darf das halt nicht geblockt werden? Das verstehe ich nicht so ganz. Boah, ich bin ja so scheiße da drin. Das sieht ganz gut aus, aber das wird sowieso nicht zielführend sein, schätze ich mal. Wir müssen jetzt irgendwo hin verfrachten, wo die nicht blocken, ja? Und das geht irgendwie nicht. Da blockt jetzt in der Mitte. Also hier in der Mitte habe ich, da habe ich jetzt zwei, die...
Ja, jetzt habe ich in der Mitte wirklich zwei, die treffen. Das ist ja an sich ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob da wirklich zwei treffen müssen. Kommt halt darauf an, wie die anderen jetzt arrangiert sind. Ich muss da oben hin. Da oben links. Das kann ja nicht gehen. Also die Arrangierung in der Mitte ist auf jeden Fall falsch, weil da kann ja keiner mehr durchkommen, kein Strahl. Da kann nach rechts keiner durch, nach rechts oben. Das heißt, die in der Mitte, wie müssen die angeordnet sein? Die in der Mitte müssen so angeordnet sein. Dann stören die keinen. So, okay. Dann stört da. Haben wir da überhaupt so einen Blocker? Nee. So, das stört auch keinen. Und jetzt noch außen einen Strahl hinkriegen, der. Oh shit, in der Mitte wird doch wieder. Ach, in der Mitte ist doch wieder scheiße. Wegen dem einen Blocker, der kommt dann da nicht durch. Ist doch Kacke. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir das nicht geblockt. Das funktioniert aber auch nicht. Da unten, hä? Funktioniert das? Nee. Ich verstehe das gerade nicht. Wie soll das gehen? Da wird der doch. Also, wir achten jetzt wirklich nur auf die Mitte, ja? In dieser Position kann der obere linke, der obere rechte da, der jetzt gerade rot leuchtet, wo dieses blaue Ding davor ist, der kann da nicht hin, weil in der Mitte sowieso so ein Blocker ist. Das heißt, das geht nicht. Das geht nicht, weil. Ja, warum geht das nicht? Das geht doch, oder? Ich glaube, das geht jetzt. Das geht, glaube ich, jetzt. Was muss denn jetzt noch erreicht werden? Gar nichts. Schön. Gut, dass ich einfach mal. Ach, oh Gott, 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 Gott. Ja, die Dinger sind teilweise echt übel. Werden wir sicherlich mal einige 10 Minuten dran sitzen. Ja, hier sind sehr viele Bowls, aber ich glaube, das ist auch alles, was hier ist, oder? Ich glaube, mehr ist hier nicht zu holen. Was schade ist, also hier ist nicht irgendwie so eine Treppe nach oben zum Gold Bolt. Da werde ich wohl irgendwie rüberfliegen müssen. Allerdings habe ich jetzt leider gerade nicht die Möglichkeit dazu. Wenn ich mich nicht täusche, also mit diesem normalen Gleitflug komme ich da auf keinen Fall rüber. Das haben wir gerade gesehen. Ja, was haben wir sonst? Haben wir irgendwas, was uns dabei helfen könnte? Ich denke nicht. Wir haben. Also davon hilft uns nichts. Der Schwunghaken, wir könnten halt irgendwo was vielleicht freischalten, ne? Dass man sich da irgendwie dranhaken kann an so einen Punkt, der dann dazwischen erscheint oder sowas. Das funktioniert aber leider nicht. Das sind alles Waffen. Was haben wir hier bei Gegenständen noch? Haben wir halt das Hoverboard und den Zoominator. Oder Zoomerator heißt der. Der Platin-Zoomerator. Ja, das ist Kacke. Ja, ich schätze nicht, dass wir da drankommen. Aber das habe ich beim letzten Goldbolt, den ich gesehen habe, auch schon gesagt. Und da wäre man wohl irgendwie rangekommen. Ja, aber was soll ich tun? Dann muss ich schätze mal, ich muss irgendeinen Schalter finden und da wird irgendwas kommen, was mir hilft. Eine Plattform oder eben so ein Ding zum Dranhängen. Irgendwas wird da sicherlich kommen. Da unten sind Kisten. Muss ich da normal lang? Ich glaube nicht. Muss ich gleich mal lang gehen. So, was sind die jetzt für Gegner? Irgendwelche Bush-Heinis. Was ist das denn? Ich glaube, der muss ich aus der Distanz treffen, kann das sein? Nee, der taucht einfach so auf. Was ist denn das? Nee, das ist gar kein Gegner. Das war der Typ, der gerade aufgetaucht ist, der mich verwirrt hat. Gott, jetzt wird es hier so ein bisschen dschungelhaft, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich mir gedacht, dass hier eine geheime Höhle ist? Das sah schon so verdächtig aus. Leider kein Goldbolt oder so. Wie viel haben wir hier überhaupt? Wo konnte man das nochmal nachgucken? Das konnte man, glaube ich, im Flugzeug nur nachgucken, ne? Oder im Raumschiff. Na gut. Na gut. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal da runter. Weil es sieht aus, als wäre das optional. Vielleicht auch nicht. Moment, da geht's normal weiter. Komme ich da runter? Ach, wir gehen erstmal weiter. Ist das wieder so ein. Ja.
So ein Zeitflicker in die heilige Kacke. Das war ein bisschen dämlich von mir. Höp! Was zur Hölle? Ist der gerade von unten hochgesprungen oder was? Hallo? Gib es ja nicht. Ich bin gleich sowieso tot und darf wieder am Anfang anfangen. Ja. Irgendwo Energie vielleicht so. Der Arsch. Ist hier das Ding irgendwo gerade wieder gelandet? Da landet es gerade. Aufpassen, dass er jetzt nicht gleich wieder schießt, der Buschheini. Da kommt da wieder der feige Sack. Komm her! So. Ich glaube, gegnertechnisch sollte es das hier sein. Ich bin ja eigentlich mehr oder weniger auf dem Weg dahin, wo ich... Ja, doch. Okay, gut. Ja, dann gucken wir mal, was hier passiert. Da wird eine Brücke erstellt, schätze ich. Oh, Moment. So, okay. Vielleicht ist ja doch das der richtige Weg. Okay, gut. Das führt jetzt dahin. Ja, gut, komm. Wir gehen aber erstmal kurz hier lang. Ich glaube, die hier sowieso nicht viel. Ich hätte gerne Energie, wie gesagt. Das wäre verdammt gut. Ich habe das Gefühl, der Strom wird mich mitreißen oder irgendwas. Wofür ist diese... Merkwürdig. Kann ich dagegen die Strömung so? Natürlich nicht. Komme ich da noch hin? Später? Oder ist da überhaupt was? Ich weiß es nicht. Na naja, gut, lassen wir das. Na! Oh mein Gott. Danke, 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 danke. Okay. Na dann, gehen wir mal über die Brücke, die wir gerade erstellt haben. Und gucken, wo uns das entführt. Na gut, irgendwann zum Fragezeichen. Oder wieder zurück zum Anfang, wenn mich jetzt irgendein Gegner überrascht. Außer jetzt gleich direkt so ein Checkpoint, den ich nicht sehe. Jau! Woher soll ich denn wissen, dass einfach mal so ein fetter Panzer drüber gefahren kommt? Heilige Scheiße. Kommt mal runter hier, ihr Säcke. So, du auch noch. So, jetzt kommen wieder die Sideflick-Heinis hier, ja. Wow. Ich hab dich doch getroffen und du hast auch noch nicht geschossen. Unfaire Scheiße, so. Okay. Ich hab das Gefühl, ich muss sie nochmal erstellen, oder? Nee, das ist da, super. Der Panzer ist aber auch schon da und die Gegner hier auch noch. Das ist nicht gut. Was soll ich gegen die machen? Ich weiß es noch nicht. Moment, ich brauche erstmal halt eine Waffe. Gut, es scheint... Okay, ich glaube, ich brauche sogar den Zerstörer hier. Hieß doch Zerstörer, ne? Ha! Hau ab! Mein Gott! Ja, toll. Das Ding hieß nicht Zerstörer. Verwüste. Ist ja fast dasselbe. Scheiße, ey. Ja gut. Heftig. Also sah zumindest so aus, als wäre er resistent. Ich bin so dämlich, Mann. Als wäre er resistent gegen meine Blasterschüsse. So, so macht man das. Und so. Easy going. Ich versuch's auch immer wieder hier so schnell durchzukommen. Ich weiß ja, dass ich das nicht kann. So, hier, guck mal. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das irgendwas, irgendwas bringt gegen einen Panzer. Vielleicht muss ich ihm auch einfach nur ausweichen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiche dem jetzt einfach mal aus. Genauso wie ich die Heinis jetzt mal versuche zu ignorieren. Obwohl... Die, die sich mir gnadenlos in den Weg stellen, die kann ich ja zerbashen. Und das sind alle. Ach, goddammit. Siehst du, genauso sollte es vorhin auch klappen. Hat's aber nicht. Weil, keine Ahnung. So, ich laufe jetzt einfach mal an dem vorbei. Also wenn, dann würde ich sagen, sind das diese Panzerdinger da, die... Ich laufe noch voll in den Schuss rein. Ich wollte ihn eigentlich jetzt schnell noch zerstören.
Bringen die Dinger was? Ich weiß es. Nein, nicht gegen den. Gegen den. Ach, wir hauen ab. Wir hauen ab. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr abhauen, weil er zu schnell schießt. Wahnsinn. Ich will erstmal die Energie haben. Dann schauen wir weiter. So, der Panzer rollt in die andere Richtung. Ich weiß nicht. Also, der könnte vielleicht auch eine Menge Bolts bringen, wenn man ihn wirklich zerstören kann. Ich habe keine Ahnung, was man da machen soll. So, hier haben wir noch ein paar lustige Sachen. Nein! Du bist so ein Affe. Spring doch einfach mal ab. Junge, Junge. Nein! Vor allem muss ich jetzt wieder gegen den Panzer. Ey, ich hasse das. Weil der Bastard nicht abspringt. Das ist ein Lara Croft-Phänomen. Heilige. Oh. Es klappt doch. Kann ich ihn jetzt so zerstören oder fährst du jetzt einfach so weiter? Oder kann ich dich jetzt fahren? Merkwürdiges Ding. Aber es hat mich jetzt immerhin nicht getötet. Das ist ja etwas. Ich will jetzt eigentlich schon mal darüber. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, es geht. Es geht. Toll. Bin ich nicht sogar an der Stelle, wo ich gerade hin wollte? Ich weiß es nicht. Lass hier irgendwas Tolles sein. Ja, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön. Genau sowas wollte ich doch haben. Jawohl. Ah, sehr schön. Sehr schöne Sache. Mein zweiter. Hervorragend. So, kommt her, kommt her, kommt her. Verwüstermunition, die kann ich gebrauchen. Also so Panzer, da sieht man schon mal, jetzt wird es langsam tatsächlich ernst. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war. Ich muss nach da drüben wieder. Ja, ja, genau. Stimmt, ja. So, und jetzt können wir auch den regulären Weg da weitergehen. Was anderes haben wir jetzt nicht mehr übrig. Ich erwarte irgendwie noch einen Panzer. Was habe ich gesagt? Das wäre ja schon fast klar. Ich habe Angst, dass der eine jetzt schießt. Tut er nicht. Hier ist doch so viel Freiraum. Also die Level waren bisher recht linear, jetzt habe ich hier irgendwie ein bisschen mehr Freiraum, habe ich das Gefühl. Ich renne noch fast in seinen Schuss rein. Aber nur fast. Knapp 6000 Bolts wieder, okay. Was ist das? Das ist, glaube ich, wieder so ein Ding, was uns zum Anfang zurückbringt, würde ich mal schätzen. Kann ich den Panzer von hier aus schon... Jupp. Erinnert mich ein bisschen an Crash Bash, an den Berminator. Oh, Berminator. Ach, egal. Gut, jetzt rollt der Panzer da wieder seine Bahn. Beziehungsweise der Rest des Panzers, das was noch übrig ist. Und wir können uns wahrscheinlich wieder irgendwie... Oh, Brücke erschaffen. Was zur Hölle? Was ist da jetzt explodiert? Ach, stimmt, der hätte eine Bombe geworfen. Oh, da ist noch so ein Heini. Es sind noch viel mehr Heinis. Nein! Und ich laufe genau in den... Und ich darf wieder... Oh, leck mich doch am Arsch. Weiß schon, wie viel Weg das ist, ne? Wenn die Heinis mir wenigstens irgendwie Munition geben würden oder sowas. Aber das tun sie nicht, oh mein Gott. Aber das finde ich schon dezent nervig. Ey, komm schon, der hat doch noch gar nicht geschossen. Ja, jetzt werde ich wieder ungeduldig. Das ist richtig schlimm. Bei dem Panzer werde ich auf jeden Fall wieder ausweichen. Ich habe jetzt nämlich auch nicht mehr so viele Schüsse. Vom Verwüster. Den Panzer unten müsste ich mir aber eigentlich tatsächlich nochmal vornehmen, weil der ist kacke. Ja, toll. Wie soll ich den dann ausweichen? Generell, er trifft mich eh nochmal. Oder? Ne, trifft er nicht. Er trifft mich nicht nochmal. Super. Da haben wir wieder die Energie, stimmt. Was ist das eigentlich für ein Ding, dass er die ganze Zeit rausgeflogen kommt? Das hat mich gerade schon verwirrt. Soll mir aber egal sein, solange ich Energie bekomme. So, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich den Panzer wieder erledigt kriege von hier am besten. Ja, toll. Wahnsinn. Ich hätte doch wieder abhauen sollen, wie so wie gerade.
Aber ich habe nicht mehr so viele Verwüster. Andererseits muss ich den Platt... Ja, was habe ich denn noch? Ich habe noch Todeshandschuhe. Bringen die's? Eigentlich brauche ich, die Distanz. Ich brauche die, komm. Ich brauche die Distanz, verdammt. Der ist... War das jetzt mein Todeshandschuh? Vielleicht bringen die das ja doch. Komm, explodiert auch bei dem... Genau. Schon mal den zerfetzt. Gute Sache. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Energie. Ne? Abbauen. Nicht du. Ich. So, hier war jetzt gerade noch ein Heini. Haben wir noch irgendwo Heinis? Ich finde es auch gut, dass man den Panzer anfassen darf. Ich erinnere mich an Twinsanity. Nein. Ich will den Typen zerstören. Jetzt haut der wieder ab, der Sack. Oh, das sind ja so nervige Typen, dass die immer abhauen müssen. Die feigen Bastarde. Erst mit Bomben werfen und dann abhauen. Er hängt am Panzer fest und ich krieg's nicht in den... Oh, ich bin so... inkompetent. Hey, weg damit! Ich versteck mich wieder hinter irgendeinem Busch, was gar keinen Sinn ergibt. Wenn du mich so oder so finden solltest. In diesem Busch. Wie schnell ist der bitte weg? Bist du ein Bastard? Du kommst doch wieder beim selben Busch raus, naja. Bellst wohl wie jeder Hund den falschen Busch an. Das ist das Schlauste, was du jemals gesagt hast und niemand hat's gehört. Nein! Ach, herrlich. Okay, gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, eins ist das falsch und eins ist das richtig. Oh, muss ich jetzt runter oder hoch oder? Ach nee, jetzt ist die Brücke. Hopp. Was kommt da? Achso, das war der Panzer. Lalalalala. Der wird mich jetzt hoffentlich nicht über den Haufen fahren, macht aber nicht. Oder teils, teils. Okay, gut. Das macht auch durchaus Sinn. Der Part ist vorbei. Jo. Dann geht's beim nächsten Mal über die Brücke weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht und ob ich irgendwann mal so einen Checkpoint erreiche, weil den bräuchte ich mittlerweile. Bis dahin. Tschüss.